Moinsen zum dritten Teil der Reihe Bauen ohne Bauten, in dem ich euch heute das größte von mir gebaute Raumschiff bis jetzt zeigen möchte. Es ist nicht das hier vor mir, das ist noch der Passagiertransporter aus dem vorherigen Video, sondern es ist genau hinter uns zu finden, und zwar dort. Und im Moment sieht es noch nicht so groß aus, aber wir können ja ein bisschen näher rangehen und dann werden wir merken, dass das völliger Schwachsinn ist, was ich hier rede, denn das hier ist mit Sicherheit nicht das größte Raumschiff, was ich gebaut habe, hallo Huhn, sondern es stellt eine Rettungskapsel dar und ist somit Teil des Raumschiffs, was ich euch vorstellen möchte. Es kann unter anderem auch, wie man hier sieht, Eier produzieren, die man dann werfen kann. Und dieser Glasbock hier hinten gehört nicht dazu, das ist nur für mich, weil ich zu dämlich bin, um durch Türen zu kommen. Habe ich den mal hingemacht. Ich bin ganz erstaunt, dass es jetzt auch funktioniert hat. Also, naja. Und hier sind Bänke drin, ein paar Control Panels, kann man rausgucken. Mehr ist hier aber auch nicht zu finden, denn es ist ja eine Rettungskapsel. Deswegen mehrere Stockwerke wären dann, glaube ich, ein bisschen übertrieben gewesen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wozu das denn wirklich gehört. Und dazu haben wir hier diesen Gang. Und auf geht's. So, wir befinden uns jetzt hier in der Torpedofregatte. Das hier ist ein ausgefahrenes Frachttor. Da drüber wäre die normale Schleuse. Vielleicht hat man das von draußen gesehen. Auf der anderen Seite, das Tor ist nicht geöffnet im Moment. Hat man vielleicht auch gesehen. Und hier haben wir ein paar Frachtcontainer, die dann vielleicht Lebensmittel oder sonstige Sachen beinhalten. Dort hinten ist ein Pseudo-Fahrstuhl mit einer Leiter realisiert, der auf die verschiedenen Ebenen führt. Und hier über diese Türen, Daumen drücken, yes, kommen wir in den Maschinenraum. Also hier unten erstmal in so einen Werkbereich, Kiste. Und auch hier ist wieder so ein Pseudo-Fahrstuhl. Aber hier geht es dann zu den einzelnen Etagen des Maschinenraums. Die werden wir uns aber später angucken, weil da kann man auch über weitere Eingänge dann auf den anderen Ebenen reinkommen. Hier oben ist so ein Förderband mit einem Kran dran, was dann die Torpedos, wie jetzt hier zum Beispiel zu sehen, oder auch diese Frachtcontainer hier in den Frachtraum bringt. Dann hier ist auch der Torpedofrachtraum mit den ganzen Torpedos, die hier geladen und gebraucht werden. Und das führt dann hier zu diesem weiteren Aufzugsschacht. Dort oben sieht man noch ein Torpedo, der gerade hochgebracht wird. Und zwei Kräne, das hat den Sinn, weil oben ist eine Torpedobatterie und hier auf halber Höhe ist auch eine Torpedobatterie, oder eher gesagt eine doppelte. Deswegen brauchte ich da zwei Kräne. Hier haben wir dann die Kontrolleinheit dafür, da werden wir gleich hochkommen, aber erstmal gehen wir hier unten rein und kommen dann in die Feuerleitzentrale. Die hat auch neben der Brücke, ist das hier der einzige Raum, der auch Fenster hat.
Es hat den Sinn, dass ich mir gedacht habe, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, auch wenn Systeme ausfallen, auf manuelle Zielerfassung zurückgreifen zu können. Auch hier gilt wieder die gewisse Fantasie vorausgesetzt. Und ja, so viel zu diesem Raumbereich. Kann man hier hinten rein in ein sehr enges Treppenhaus. Mehr Platz war hier nicht. Und dann kommen wir hier, wie gesagt, zu dieser Kontrolleinheit für die Aufzüge. Haben dann hier hinten noch, hier war ein bisschen Platz. Da habe ich dann eine Wäscherei reingemacht. Wirklich arg klein, aber auch sowas könnte ja gebraucht werden. Dann kommen wir hier auch zu den ersten Mannschaftsquartieren. Mit einem eigenen Badezimmer und einer Dusche. Eine Dusche für alle, die hier sind, muss reichen. Da muss dann halt geteilt werden. Dann geht es hier hoch in den ersten großen Verladeraum. Oder eher gesagt, das ist der einzige. Da drüber ist keiner mehr. Und hier sehen wir jetzt auch eine Lagerkiste, also einen Lagercontainer. Dann der Aufzug für die Doppeltorpedobatterie hier. Und da, wie gesagt, der eine Torpedo, der nach oben gebracht wird. Und hier sind dann die beiden Torpedobatterien auf diesem Stockwerk. Die Pistons hier sind jetzt nicht nur aus aussehenstechnischen oder texturtechnischen Gründen dahin geklatscht worden, sondern das hat auch einen Sinn, denn das hier sind voll funktionsfähige TNT-Kanonen. Also das hier wäre dann der vordere TNT-Block, der abgefeuert wird, und diese normalen Wollblöcke jetzt hier, die so eine Dummy-Torpedo darstellen sollen, wären dann die TNT-Blöcke, die das abfeuern. Und das Ganze funktioniert dann so, dass man hier diesen Block anheben kann. Dann kann man hier diese Reihe mit TNT füllen. Man könnte es natürlich auch da unten reintun, gleich in die Kanone. Aber das ist ja ein bisschen langweilig. Und so fand ich das ein bisschen cooler. Dann würde man den vorderen Block TNT damit runterdrücken, auf die Position, wo er dann abgefeuert werden kann. Könnte dann hier hinten das Torpedorohr schließen. Und das hier wäre dann der Knopf, um es auszulösen. Denn wenn der ausgelöst wird, ist Folgendes, was passiert. Diese Pistons hier drücken die Pistons dann unten ins Wasser rein. Und gleichzeitig werden die TNT-Blöcke ausgelöst und verzögert dann auch der hintere. Und ich habe auch die obere TNT-Kanone schon mal freigemacht von den Blöcken. Also die werden wir nachher mal abfeuern. Aber dazu später. Auf diesem Stockwerk finden wir dann auch die Kombüse oder Küche. Nichts Weltbewegendes. Ein kleiner Raum. Deswegen ist hier auch dieser Lagercontainer oder Frachtcontainer, weil ich denke mal, die Küche wird am ehesten damit was anfangen können, mit solchen Lebensmittelcontainern. Oder vielleicht ist auch was anderes drin. Wer weiß. Hier geht es dann, wo die Kombüse ist, muss ja dann auch die Messe sein. Die haben wir dann hier. Ich hätte die gerne ein bisschen größer gemacht. Also drei Tische und jeweils vier Stühle sind ein bisschen arg wenig, fand ich. Aber mehr Tische haben nicht reingepasst. Und die Stühle jetzt durchziehen zu Bänken wollte ich jetzt auch nicht, weil das sah ziemlich ätzend aus. Deswegen habe ich das jetzt so gelassen. Hier geht es in die Sanitäranlagen. Mehrere Duschen, mehrere Toiletten. Geschlechtstrennung gibt es hier nicht. Die müssen alle miteinander auskommen. Wer nicht mit den anderen auskommt, fliegt vom Schiff. Auch gerne mal bei normaler Fahrt im Weltraum. Und so viel zu diesem Bereich.
Der nächste Bereich wäre dann der Eingangsbereich von der Schleuse, die wir von draußen vielleicht gesehen haben. Das führt dann hier auch jetzt in den Raum, wo dann diese Rettungskapseln Verwendung finden. 4 Stück, 2 links, 2 rechts. Hier hinten finden wir dann auch einen weiteren Bereich vom Maschinenraum. Hier ist noch eine Etage, die kann man nicht über Türen erreichen. Die kann man nur über diese Leiter erreichen. Die anderen sind alle über Türen zu erreichen. Hier sind jetzt zwei was auch immer Sachen. Ich bin ganz froh, dass es hier mit Wasser jetzt ist. Also ich hatte das erst mit Lava gemacht, aber das sah gelinde gesagt bescheiden aus. Und das zweite Problem war, dass mir die Lava die Zäune abgefackelt hat. Und da das ganze Raumschiff zu 90% aus Wolle besteht, hat es dann das auch noch irgendwie geschafft, kaputt zu machen. War zum Glück nur eine Kopie, aber muss nicht sein. Deswegen ist die Lava jetzt auch rausgeflogen und das Wasser ist da dazu gekommen. Und ich finde, das sieht auch eigentlich ganz cool aus. Gehen wir hier mal wieder raus. Was wir hier nämlich noch auf diesem Stockwerk haben, sind dann diese beiden Türen. Das eine ist ein, ja, OP, vielleicht irgendwie sowas in die Art. In der Art. Und auf der Seite haben wir dann noch einen Ruheraum für welche, die jetzt nicht wirklich arg verletzt sind. Kann man ja mal brauchen. Wenn man hier hochgeht, kommt man dann zu den Mannschaftsquartieren. Das hier sind jetzt die größeren Mannschaftskabinen. Da unten haben wir schon mal gesehen, da hinten, da waren wir ja bei dem kleineren Mannschaftsquartier. Hier haben wir jetzt zwei größere. Die haben auch einen Ausblick auf diesen Verladeraum. Diese Fackeln da sollen sowas wie Alarmfackeln oder sowas darstellen. Schließen wir hier mal wieder alles und gehen dann sozusagen in das Gehirn des Raumschiffs. Und zwar haben wir hier einmal die Brücke. Und wie gesagt, die Brücke ist der zweite Raum auf diesem Raumschiff, das über Fenster verfügt. Hier ist der Sitz vom Kapitän. Der kann dann hier rumhängen und irgendwelche Befehle von sich geben. Neben der Brücke findet sich auch dieses Konstrukt und das ist, wenn man vielleicht darauf geachtet hat, die Fregatte hat oben und unten noch zwei Geschütztürme. Und hier sind zwei Kabinen für die Kontrolle dieser Geschütztürme. Ein kleiner Besprechungstisch, Raum mit irgendwelchen Akten, Unterlagen, was auch immer. Hier sieht man nochmal diesen Abschussraum für die Rettungskapseln. Und wenn man weiter hochgeht, kommt man jetzt ins Einsatzbesprechungstaktik, Kommunikation, Geräteüberwachungs-Tralala-Raum. Hier gibt es dann auch wieder Zugang zum Maschinenraum. Oh Mann. Ja. Ich sag dazu nichts. Und auch wieder alles nur vollgestopft mit irgendwelchen Zäunen, die halt Rohre darstellen sollen. Ich habe den Maschinenraum halt versucht, so eng und vollgestopft möglich zu machen, ohne jetzt in meinen Augen dämlich auszusehen. Und jetzt sind wir hier im letzten Stockwerk. Da sieht man einmal, hat man hier so eine kleine Brücke über der Brücke. Und die führt dann zum einen zu dem Raum vom Kapitän oder Kapitänin, wer weiß. Ein kleiner Schreibtisch,
ein großes Doppelbett, also sehr großzügig hier. Auch der einzige Raum im Raumschiff mit der Krankenstation, die über ein TV-Gerät verfügen oder was auch immer Gerät. Ob das TV-Geräte sind, weiß man ja nicht. Eine Toilette und eine Dusche alleine. Der nächste Raum ist dann ein Einzelraum für einen Offizier. Auch wieder Schreibtisch, Bett. Und ein Doppelzimmer für die Offiziere. Diese beiden Offiziersräume müssen sich aber auch einen Sanitärbereich teilen. Und nicht so wie der Captain ein einzelnes haben. Sind wir mal so und schließen das alles auch wieder. Und zum Schluss kommen wir dann hier jetzt zur oberen Torpedobatterie. Hier sieht man jetzt diesen hochgefahrenen Torpedo. Und ich habe hier jetzt schon mal ein Loch reingerissen, damit wir uns gleich mal angucken können, was dieses TNT überhaupt anrichten kann. Denn hier haben wir jetzt, das hier habe ich noch drin gelassen, damit man es von draußen nicht so gleich sieht. Die Blöcke können wir mal rausreißen. Dann füllen wir das mal mit TNT. Erstmal hier den Gefechtskopfhalter hochmachen. Gefechtskopf runter. Was ich schon festgestellt habe, deswegen werde ich diese TNT-Kanäle, abgesehen davon, dass ich eh nicht das vorhatte, aber ich werde sie noch weniger einsetzen, weil durch das TNT fliegen mir die Bilder von den Wänden. Was ein bisschen suboptimal ist. Schließen wir mal die TNT-Kanone und feuern sie ab. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, sonst fliegt uns gleich hier das ganze Raumschiff um die Ohren. Nope, es war nur das Bett. Was ich auch festgestellt habe, ist, je weniger Sachen man um diese TNT-Kanone zumacht, desto weiter schießt sie auch. Also wir können jetzt hier mal das TNT runterbringen und gleich wieder den Block wegmachen. Lassen das hier mal offen, damit man es auch mal sieht. Und irgendwo da hinten wird es jetzt explodiert sein. Was ich jetzt euch noch zeigen kann, ist hier hinter, das ist nur Technikräume. Also es sind unten auch nochmal. Also hier habe ich noch nicht richtig aufgeräumt. Also eigentlich müsste ich jetzt hier die Blöcke nochmal alle austauschen, farblich. Aber hier kann man zum Beispiel sehen, wie ich meine Raumschiffe baue. Also mit diesen lila Blöcken baue ich mein komplettes Raumschiff. Oder meistens nur den Innenraum, also Außenhülle mache ich meistens von vornherein in den Sachen, wie ich die haben möchte. Aber den Innenraum mache ich meistens komplett in diesen lila Blöcken. Und erst wenn mir alles so ungefähr, ja, gefällt, wie es aussieht, wird dann nach und nach das ganze Raumschiff, werden dann die Blöcke ausgetauscht. Also im Grunde mache ich den Innenausbau zweimal. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was die TNT-Kanone da angerichtet hat, falls sie was angerichtet hat. Uiuiui, immerhin. Aber das ist ja mehr ein bisschen lächerlich, auf welche Entfernung die schießt. Naja. Man muss aber auch bedenken, bei einem U-Boot, was an Land ist, wenn die jetzt ein Torpedo abschießen würde, würde er auch nur runterploppen. Deswegen, also das hier ist ja eher gedacht für den Weltraum. Und ich hoffe mal, dass er da dann besser funktioniert. Das ist meine Torpedofregatte. Wie ihr vielleicht seht, hier sind auch ein paar kleine Jäger noch, die ich aus größenvergleichstechnischen Gründen hier hingeknallt habe. Unter anderem auch da hinten das Bett. Das soll auch als Größenvergleich dienen. Und ich finde, man sieht hier auch, das reicht an Größe, weil viel größer werde ich meine Raumschiffe jetzt nicht bauen. Weil ich muss ja auch noch, und das muss man immer bedenken, das hier sind ja nur Zierdegegenstände oder ja, Zierde für den Raumhafen, der ja eigentlich das eigentliche Ziel ist. Und wenn ich jetzt hier total durchdrehen würde und die noch größer machen würde, also das hier hat mir schon gereicht von der Größe von dem Innenausbau, dann würde ich wirklich Jahre brauchen für den Raumhafen. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Also für mich zumindest nicht, also darauf habe ich keine Lust. Und
Deswegen reicht es jetzt auch mit der Größe hier. Also größer wird es nicht werden. Vielleicht, und das habe ich noch im Hinterkopf überlegt, wenn man im The End dann den Weltraum macht, könnte man sich ja überlegen, ob man nicht eine Werft oder sowas macht und da dann vielleicht, was weiß ich, einen halben Carrier oder sowas reinstellt. Also dann doch vielleicht noch größere. Muss ich mal gucken. Ich muss auch sowieso nur gucken, wie ich jetzt diese Serie weiterführe. Weil ich habe zwar noch diese drei Raumschiffe, aber jetzt ziemlich bald kommt ja dann auch die Verkaufsversion von Minecraft und ich hoffe dann, dass der Seed Generator dann soweit erstmal fertig ist, dass man damit schon mal arbeiten kann. Und dann würde ich auch langsam aber sicher mit dem Raumhafen anfangen. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, inwiefern ich dann das machen soll, also Raumhafen und Raumschiffe nebeneinander bauen. Und da muss ich mal gucken, worauf ich mehr Lust habe im Moment. Das ist nämlich dann auch die andere Sache, wo ich dann überlegt habe, dass ich den Raumhafen dann auch so vielleicht im 2-Wochen-Takt vorstelle und nicht erst, wenn er fertig ist. Und dass ich dann vielleicht so mit euch zusammen feedbackmäßig den zusammenbaue, wo ihr dann vielleicht sagen könnt, so und so fände ich das besser oder das könntest du auch mal machen. Irgendwie so, müssen wir mal gucken. Hatte ich mir so zumindest überlegt, ob man das nicht so machen könnte beim Raumhafen, dass man da so ein kleines Projekt draus macht. Na gut, das soll's erstmal hier wieder gewesen sein. Das war die Torpedo-Fregatte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne!